Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in der heutigen Folge geht es um das Thema Strompreis runter, jetzt wechseln. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen und hoffentlich sehr interessanten Folge. Ja, ich beobachte so ein bisschen den Strompreismarkt, ja, ein Stück weit auch aus eigenem Interesse, weil mein Strompreis hat sich zum 1. Januar deutlich erhöht, von knapp 25 Cent auf mittlerweile knapp 48 Cent. Und ich weiß durch viele, viele Kommentare unter meinen Videos, dass es bei euch sehr ähnlich ist. Viele haben schon höhere Tarife erhalten, beziehungsweise der ein oder andere bekommt auch aktuell gerade noch Post, dass die entsprechenden Stromtarife deutlich steigen werden. Ja, und lass natürlich auch hier nichts unversucht und guck immer, wo gibt es ja günstigere Preise. Und tatsächlich ist das jetzt schon passiert. Also es gibt günstigere Preise. Und will gleich ein bisschen was dazu erzählen. Aber erstmal kommt das Intro und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Moment halt ausschaut. Viel Spaß bei dieser Folge und auf geht's. Und bevor wir auf die aktuelle Situation gucken, nochmal kurz so ein bisschen zum Einordnen. Wie ist der aktuelle Stand? Also wir haben das ja alle, glaube ich, mitbekommen. Es gibt eine Strompreisbremse, die jetzt vom 1. Januar an gilt. Und für 80% eures Vorjahresverbrauchs zahlt ihr dann maximal 40 Cent. Für alles, was entsprechend darüber hinausgeht, also die restlichen 20%, zahlt ihr halt den Preis, den euer Stromanbieter verlangt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt, ja, wenn ich jetzt natürlich Tarife finden würde, wo diese Strompreisbremse einfach gar nicht mehr greift, weil die Tarife schon wieder unter 40 Cent liegen, ja, dann hat man natürlich, sagen wir mal, einen gewissen Vorteil. Und tatsächlich gibt es mittlerweile diese Stromtarife wieder und darum soll es heute gehen. Die gucken wir uns gleich mal in den Vergleichsportalen an. Hinweis dazu noch, die Vergleichsportale, die ich hier zeige, das ist einmal Verivox und einmal Check24, sind natürlich relativ große Portale. Ich bekomme hier keinerlei Vergünstigung, sondern möchte es einfach nur mal nutzen, um euch halt zu zeigen, wie ihr für euch persönlich Tarife halt raussuchen könnt, damit ihr für eure Region, und das ist tatsächlich ja von Region zu Region unterschiedlich, sehen könnt, welcher Tarif für euch vielleicht am besten ist und ob es auch schon wieder Tarife gibt, die unterhalb dieser 40 Cent Strompreisbremse liegen. Bei mir sieht es halt so aus, ich habe einen Tarif, der kostet mich momentan für den Arbeitspreis, also für die Kilowattstunde Strom, die ich verbrauche, 47,71 Cent. Und zusätzlich kommt dann noch dazu eine Jahresgebühr von 110 Euro, das ist die Grundgebühr, die fällt halt immer an, egal ob ich Strom verbrauche oder nicht. Die muss ich also immer zahlen und natürlich je mehr Strom ich verbrauche, umso, ich sag mal, weniger wichtig wird diese Grundgebühr. Wenn ich wenig Strom verbrauche, dann ist sie natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, und meine 110 Euro sind 9,17 Euro im Monat und behaltet das mal ein bisschen im Hinterkopf, weil wir gucken uns gleich ein paar Tarife an und das ist schon mal ganz interessant, was man dort auch im Sinne der Grundgebühr schon für wahnsinnige Unterschiede findet. So, und jetzt gehen wir einfach mal in eines der Portale rein. Wir starten mal mit Check24 und ich zeige euch mal die Einstellungen, die ihr dort vornehmen könnt, damit dann entsprechende Tarife halt ausgespuckt werden. So, wie gesagt, fang an mit Check24. Nochmal kleiner Hinweis, auch wenn die Vergleichsportale einen scheinbar guten Überblick bieten, da sind nie und nimmer alle Anbieter drin. Das heißt, irgendwie kleine Regionalanbieter oder ähnliches findet ihr da wahrscheinlich nicht. Also das dient nur dazu, so einen groben Überblick zu bekommen und vielleicht ist ja der ein oder andere Anbieter dabei, wo ihr sagt, ja, das macht halt Sinn zu wechseln. Ja, und die Frage, ob man wechselt oder nicht, ist dann immer eine persönliche Frage, die müsst ihr für euch beantworten und ich werde am Ende des Videos sagen, wie meine Entscheidung ausfällt, also ob ich jetzt den Anbieter wechseln werde oder ob ich es doch nicht tue und wenn ich es doch nicht tue, natürlich eine Begründung dazu, genauso wenn ich wechseln sollte, auch da gibt es eine kleine Begründung dazu. Gut, wo finden wir jetzt hier auf dieser Seite den Strompreisvergleich? Einmal kann man das hier natürlich direkt in der Mitte schon mal sehen. Ich habe das natürlich schon mal ausprobiert, aber ihr könnt hier auch oben in dem Menü Strom und Gas das Ganze finden. Geht ihr einfach mal drauf und dann kann man sagen, okay, ich will halt den Strom vergleichen. Und dann kann man so ein paar Einstellungen vornehmen. Ich sage jetzt einfach nur mal vergleichen, weil die Werte stellen wir jetzt selbst nochmal direkt ein. Also, was kann man einstellen? Das seht ihr hier auf der linken Seite. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Zum einen habe ich jetzt mal meine Postleitzahl eingegeben. Da müsst ihr natürlich eure Postleitzahl eingeben, ist klar. Dann habe ich einen Verbrauch eingegeben, 3.500 Kilowattstunden. Ich glaube, das ist ein Verbrauch, der trifft auf die Mehrheit der Menschen in Deutschland zu. Zumindest, wenn man mit zwei oder drei Personen in einem Haushalt lebt. Natürlich, auch da wieder gibt es Ausweise nach oben und nach unten. Ich bin oder habe hier einen Vier-Personen-Haushalt. Wir reisen deutlich nach unten aus. Unser Stromverbrauch liegt
liegt so um die 1200 Kilowattstunden. Und das gucken wir uns dann auch mal nochmal an. Ich werde da mal mit 1500 rechnen, weil ich davon ausgehe, dass ich dieses Jahr ein bisschen mehr Strom verbrauchen werde. Aber immer natürlich noch relativ niedrig, ne? Im Vergleich zu anderen vielleicht. Aber was kann man hier an Einstellungen vornehmen? Wir können einmal die Preisgrenze mit berücksichtigen oder nicht berücksichtigen. Wir sagen mal nicht einberechnen, weil ich hoffe, dass ich Tarife halt finde, die unterhalb von 40 Cent liegen. Dann die Zahlweise ist natürlich monatlich, zumindest bei mir ist das so. Ich denke mal, bei den meisten von euch wird das auch so sein. Dann gucken wir mal, flexible Tarife, ja, wenn es die gibt, lasse ich dir auch mal mit anzeigen. Ökostrom, bisher habe ich einen Ökostrom-Tarif. Jetzt gibt es hier zwei Ausprägungen, einmal alle Ökotarife oder nur öko-nachhaltig. Da müsst ihr für euch mal einschätzen, was ihr da haben wollt. Wenn ihr überhaupt nicht auf Öko Wert legt, dann könnt ihr auch das auf egal stehen lassen. Ich will jetzt mal die goldene Mitte und sag mal, ich will alle Ökotarife halt haben. Maximale Vertragslaufzeit, ja, je kürzer, desto besser. Ich sage mal, ich gebe jetzt mal ja tatsächlich diese 12 Monate ein oder bleibt bei den 12 Monaten. Wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie kürzere Laufzeiten, weil ihr nicht wisst, wo der Strompreis sich hinentwickelt und vielleicht auch früher wieder raus wechseln möchtet, dann könnt ihr auch andere Zeiten eingeben und danach passt sich dann die Suche an. Dann wichtiger Punkt für mich immer, Bonus einberechnen, sage ich immer nein, ich will keinen Bonus einberechnen, weil ich will ja die effektiven Kosten sehen. Die meisten Boni werden erst am Ende der ersten Laufzeit bezahlt. Wenn wir jetzt sagen, wir machen 12 Monate, dann wird das dann erst bezahlt, wenn ihr tatsächlich dann über die 12 Monate hinauskommt. Wenn ihr nach einem Jahr kündigt, kann es durchaus passieren, dass der Bonus halt nicht ausgezahlt wird. Deswegen, ich nehme Bonus immer raus, das verzerrt das Bild aus meiner Sicht nur. Und Nutzung Privatgewerbe, jetzt in meinem Fall halt privat. Und ihr habt schon gesehen, hier haben sich dann entsprechende Tarife halt aufgeklappt und da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich gibt es hier, ich sag mal, Empfehlungen. Das seht ihr hier oben, ne? Preis-Leistungs-Empfehlung und bester Service sind farblich auch hervorgehoben und dann kommen halt weitere Tarife. Wenn man mal ein bisschen schaut auf die Kosten, die hier monatlich dann anfallen, da sehen wir schon, die obersten Tarife sind nicht immer die günstigsten im Gesamtpreis, sondern da gibt es auch durchaus günstigere Tarife. Und hier muss man immer so ein bisschen schauen, ne? Also alles, was hier steht, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Macht euch da lieber an anderen Quellen auch nochmal schlau. Die Weiterempfehlungsquote, ja, ist natürlich eine gewisse Indikation, aber wenn ihr da wirklich mit dem Gedanken spielt, dahin zu wechseln, dann schaut einfach mal ein bisschen in die Details rein. Warum hat jemand weiterempfohlen oder warum hat auch jemand nicht weiterempfohlen? Können ja durchaus Kriterien sein, die für euch wichtig oder vielleicht auch nicht wichtig sind. Also guckt euch da bitte in den Details jeweils das Ganze an. Was man hier auch immer sieht bei jedem Vertrag, ist dann die Vertragslaufzeit. Ich bleibe mal kurz hier oben bei diesem ersten Tarif. Da sind es 12 Monate, Preisfixierung auch 12 Monate. Und es gibt hier immer so ein kleines I, da wird dann entsprechend erklärt, was das Ganze bedeutet. Und wenn noch weitere Dinge dazukommen, dann sieht man das halt auch noch. Hier wäre noch ein Neukundenbonus zu sehen. So, und das Spannende ist natürlich, das, was wir jetzt hier sehen, das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit kommt dann raus, wenn man auf diese Tarif- und Preisdetails klickt. Das machen wir für den ersten Tarif mal und klicken uns auch noch ein paar weitere gleich durch, um einfach mal zu sehen, wo wir da landen. Und geht's mal los, wir fangen mal an. Also wird immer berechnet natürlich auf die aktuelle Postleitzahl und den Verbrauch, den man angegeben hat. Hier wäre es der Grundpreis zum Beispiel von lediglich 5 Euro. Das finde ich einen sehr niedrigen Grundpreis, 60 Euro im Jahr. Ich habe aktuell 110, könnte also hier schon mal salopp 50 Euro sparen, ohne irgendwie ja eine Änderung zu erleben. Dann der Arbeitspreis, 40,31 Cent pro Kilowattstunde, der ist jetzt noch oberhalb der Strompreisbremse, aber nur noch marginal oberhalb der Strompreisbremse und da sieht man schon, das ist also ein Tarif, den man jetzt auch abschließen könnte, also für Neukunden auch geöffnet, das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man mittlerweile auch wieder tatsächlich Neukundentarife hier findet, das war eine Zeit lang eben nicht so. So, und dann gibt es noch ein paar weitere Preisdetails, was man halt sieht, ne? 12 Monatslaufzeit und dann habe ich jeweils einen Monat Kündigungsfrist. Und da könnt ihr für euch halt rauspicken, was für euch interessant ist. Jetzt gucken wir mal auf den nächsten Tarif und da schauen wir einfach mal auf die Grundgebühr. Guck mal, die ist schon anders. Eben waren es 5 Euro, jetzt sind es 8,88 Euro. Und dafür ist der Arbeitspreis ein klein bisschen niedriger. Ja, und jetzt müsst ihr halt gucken, ja, wie viel Strom verbraucht ihr denn und müsst das für euch mal ausrechnen, was ist dann für euch die günstigere Option. Ein Tarif, der vielleicht einen etwas höheren Grundpreis hat, aber dafür einen geringeren Arbeitspreis. Oder ein Tarif, der einen sehr niedrigen Grundpreis hat und einen etwas höheren Arbeitspreis, weil ihr vielleicht gar nicht so viel Strom verbraucht. Bei mir ist das ja zum Beispiel so, für mich würde ein Tarif sich lohnen, der am besten gar keinen Grundpreis hat. Habe ich aber noch nicht gefunden. Wenn ihr solche Tarife kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich total spannend finden. Die meisten Tarife haben halt Grundgebühren und da wäre es natürlich spannend, wenn der Tarif möglichst eine kleine oder geringe Grundgebühr hat, wenn man wenig Strom verbraucht.
So, hier sind wir dann schon mal mit dem Preis unterhalb der Strompreisbremse, 39,23 Cent. Und da seht ihr auch wieder, ne, 12 Monats Laufzeit und so weiter. Also das sind dann Dinge, die hier dann immer genannt werden. Hier haben wir mal einen Anbieter, Grünwelt Energie, Weiterempfehlungsquote relativ schlecht. Wie gesagt, guckt euch da einfach mal an, was da vielleicht dahinter steckt. Wir gehen einfach nur kurz auf die Details ein. Da haben wir hier einen Monats, Quatsch, eine Grundgebühr von 9,33 € pro Monat, also 112,01 € im Jahr und einen Arbeitspreis von 35,99 Cent, deutlich unterhalb der Strompreisbremse. Von daher, ja, guckt euch das Zeug, das ist einfach mal an. Ne? Und da gibt es halt wirklich viele, viele Dinge. Hier gibt es auch größere Anbieter wie Vattenfall beispielsweise. Können wir mal eben reingucken. Auch hier 11,40 € pro Monat. Also da ist die Grundgebühr ein bisschen höher. 136,80 € im Jahr. Der Arbeitspreis 36,17 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist schon ein namhafter Anbieter und auch die bieten mittlerweile halt wieder Preise unterhalb der Strompreisbremse an. Von daher, das ist natürlich ein Punkt, wo man schon mal überlegen kann, ob man wechselt. Muss man halt immer schauen, ab wann sich das für einen persönlich lohnt. Das Ganze habe ich auch nochmal gemacht bei Verivox. Ich habe das schon mal hier aufgerufen. Das sind im Prinzip die gleichen Einstellungen. Sieht ein bisschen anders aus optisch, aber hier kann man genau das gleiche einstellen wie eben bei Check24 auch. Und ihr seht, hier gibt es dann auch diesen Tarif von Montana. Hier ist es ein bisschen günstiger, 117,11 € und wir hatten hier 122,56 €. Also die weichen dann marginal voneinander ab. Hier kann man auch nochmal gucken, welche Details habe ich hier. Da sieht man, aha, okay, die Grundgebühr ist halt hier auch der Grundpreis 60 € pro Jahr, 5 € pro Monat, halt andersrum dargestellt als bei Check24. Und der Arbeitspreis sind 38,44 Cent. Ne, auch wieder für 3.500 Kilowattstunden Verbrauch. Und ja, könnt ihr natürlich auch die Vergleichsportale gegeneinander laufen lassen und dann schauen, was hier an Ergebnissen rausgebracht wird. Hier gibt es auch ein Rabot Charge, das kannte ich bisher so vom Namen noch nicht, das habe ich mir mal angeguckt. Und das ist zum Beispiel auch einer der Anbieter, die auf flexible Stromtarife setzt, also variable Strompreise über die EPEX Strombörse. Video habe ich ja schon verlinkt, also könnt ihr da gerne nochmal reingucken. Und das ist halt kein fester Preis, sondern wie der Name schon sagt, ein variabler Stromtarif, der sich dann je nachdem, wie sich der Preis an der Börse verändert, auch hier mit verändert. Könnt ihr mal reingucken, also die haben 4,99 € Grundpreis und dann gibt es noch so ein, ich sag mal, ein Bonussystem gegenüber eurem Grundversorger. Wenn die da günstiger sind, dann stecken sie sich nochmal 20% der Differenz in die Tasche. Muss dann jeder für sich entscheiden, ob das positiv oder negativ ist. Aber hier soll es ja gar nicht um diese variablen Stromtarife gehen, sondern tatsächlich um die festen Stromtarife, dass man also immer den gleichen Strompreis hat. Und hier sieht man halt auch, ne, die Preise sind sehr ähnlich. Also wir sind hier im günstigsten Fall bei diesen 112,23 € bei dem flexiblen Tarif. Oder halt um die 115 € und bei Check24, ja, da war es halt der günstigste Tarif 114,31 €. Möchte auch gar keine Empfehlung aussprechen, dass ihr wechselt oder nicht wechselt. Ich will hier auch nichts beraten, sondern es soll einfach nur mal eine Übersicht sein, dass mittlerweile wieder Strompreise angeboten werden unterhalb der Strompreisbremse. Genau, das soll für die Portale reichen. Wie gesagt, probiert das einfach gern mal selbst aus, beziehungsweise ich wollte noch was anderes zeigen. Ich wollte noch mal einen Tarif zeigen, wenn ich jetzt meinen Verbrauch eingebe, den ich tatsächlich ja glaube zu haben. Da habe ich ja gesagt, ich hätte ungefähr 1500 Kilowattstunden und dann neu vergleichen. Und tatsächlich ändert sich dann diese Liste. Ja, also da sind diverse Anbieter dann drauf, die bisher nicht zu sehen waren oder umgekehrt. Anbieter fallen auch raus. Das hängt also tatsächlich am Stromverbrauch. Wen wir noch mit dabei haben, den hatten wir eben schon, ist hier Montana. Da können wir mal gucken. Die Konditionen haben sich da auch deutlich geändert. Der Grundpreis ist der gleiche mit 5 €, aber wir haben jetzt nicht mehr knapp über 40 Cent oder knapp unter 40 Cent, sondern wir sind bei fast 45 Cent pro Kilowattstunde Arbeitspreis. Also schon mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also es hängt dann tatsächlich davon ab, wie viel Strom ihr verbraucht, welche Tarife ihr hier findet. Und das finde ich ganz spannend, weil ich könnte jetzt sagen, okay, ich suche mir hier mal einen Tarif raus, gebe halt wieder 3.500 Kilowattstunden ein, schließe diesen Tarif ab, habe dann beispielsweise einen Arbeitspreis von 36, 37 Cent, verbrauche aber nur 1500 Kilowattstunden in dem Jahr. Ja, wisst ihr, was dann passiert? Wird man dann in einen anderen Tarif umgruppiert und muss dann irgendwie mehr bezahlen? Also ich bin da ehrlicherweise nicht so schlau geworden. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare, ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, weil man könnte ja auf die Idee kommen, ich nehme dann einfach einen Tarif für einen höheren Stromverbrauch, der ist dann pro Kilowattstunde Arbeitspreis halt günstiger, aber ich weiß jetzt schon, dass ich weniger verbrauche, also profitiere ich dann von diesem besseren Tarif. Ob das wirklich funktioniert, ich weiß es nicht, ob das legal ist,
Keine Ahnung. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. So, nachdem wir uns jetzt diese Portale mal angeschaut haben, ja, wie gesagt, ist deutlich sichtbar, es gibt Preise unter 40 Cent pro Kilowattstunde. Man könnte also einen neuen Stromvertrag abschließen. Ich habe ja jetzt 47,71 Cent. Schließe ich jetzt einen neuen Vertrag ab? Und da kann ich sagen, nein, mache ich nicht. Warum mache ich das nicht? Beziehungsweise warum mache ich das jetzt noch nicht? Gibt zwei Argumente. Zum einen möchte ich weiter schauen, wie sich die Preise entwickeln. Kann ja durchaus sein, dass sie noch weiter zurückkommen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tarif abschließen würde, wäre ich vielleicht ja schlechter gestellt, wenn der Strompreis ja grundsätzlich weiter fällt. Dann bin ich erstmal in dem Tarif gefangen. Und das zweite, und das ist für mich das eher schlagendere Argument, und da kann wahrscheinlich ja der ein oder andere das auch nachfühlen, ist, dass ich eine eigene Photovoltaikanlage habe. Wir haben jetzt ja Mitte Februar und da ist es halt so, die Erträge steigen deutlich wieder an. Das heißt, ich werde die nächsten Monate vermutlich fast keinen Strom mehr aus dem öffentlichen Netz beziehen. Also ist es eigentlich vollkommen gleich, ob ich jetzt ja meinen teuren Tarif weiter behalte oder einen günstigeren Tarif nutze. Das Einzige, was schlagen könnte, wäre halt eine deutlich geringere Grundgebühr. Haben wir auch einen Tarif gesehen mit 5 Euro Grundgebühr. Ja, natürlich wäre ein Argument, aber ich wechsle jetzt, wie gesagt, nicht. Ich gucke mir das an und werde dann wahrscheinlich im Sommer Richtung Herbst tendierend eher entscheiden, ob ich einen neuen Anbieter wähle und werde, wie gesagt, bis dahin den Markt einfach weiter beobachten. Wenn es da spannende Entwicklungen gibt, gibt es auf dem Kanal hier wieder ein Video dazu. Hoffe, dass euch solche Informationen grundsätzlich gefallen. Dann dürft ihr nämlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen oder auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr keine neuen Folgen, die ich hier bei YouTube hochlade. Wenn ihr sagt, ja, die Recherche, die ich hier mache, die mache ich natürlich zum einen natürlich für mich, aber auch für euch und ihr wollt das honorieren, dann geht das immer hier über diese Super Thanks. Also von daher, wenn ihr da spendabel sein möchtet, dann sehr, sehr gern, freue ich mich natürlich auch drüber. Das sollte es aber für dieses Video und diese Folge erstmal gewesen sein. Von daher bleibt mir nur wieder das Übliche. Erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt vor allem gesund und dann sehen und hören wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin, macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao.